Was also, Leute? Hier ist wieder Draclines mit Let's Play Kingdom Hearts komplett im Abschnitt Kingdom Hearts Union Cross. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass Ephemera in einer anderen Welt steckt und wir offenbar dabei sind, uns dieser Welt anzunähern. Und scheinbar will uns Meisterin Ava ebenfalls für ihre komische Organisation anwerben. Und nebenbei sind wir noch im Schloss des Beasts unterwegs. Und das Biest hat herzlosen Probleme. Wahrscheinlich wegen der Traurigkeit in seinem Herzen. So scheint es jedenfalls. Das war eigentlich nicht mein Ziel, nochmal ins Home-Menü zu gehen. Wir wollen die Stroke of Midnight zweimal aufleveln. Das haben wir geschafft. Und da wir jetzt einen Orichalcum benutzen, wisst ihr, was passiert. Transformation. Passiert dann eigentlich. Was? Aber alle Schlüsselschwerter transformieren sich mit Orichalcums. Okay. Ich bin verwirrt. Warte mal, was mit den Slots passiert? Okay. Die beiden Reverse-Slots sind besser. Oh, der Xemnas vor allen Dingen. Aber der erste Slot hat immer noch keine Besonderheiten. Lustig. Nun ja, in jedem Fall, wir müssen zurück in das Zimmer des Biestes. Wir haben die Herzlosen aus seinem Schloss vertrieben. Irgendwie. Denn es sind immer noch welche drin. Aber wir haben ja auch nur die nötigsten vertrieben. Und dementsprechend sind da natürlich noch welche drin. Und das Biest will natürlich zu seinem, naja, wohlbehüteten Schatz, was auch immer das genau sein mag. Für uns jetzt jedenfalls. Also, wollen wir schnell machen und nicht warten lassen. Oh, die Stroke hat einen weiteren SP-Slot bekommen. Statt 17 sind wir jetzt auf 18. Angriffsboost 2? Nö, immer noch nicht. Westflügel, genau. Da sind wir ja schon mal fast da. Wie wär's mit verschwindet? Danke. Ich weiß nicht, was der letzte Slot sein wird für überhaupt einen Medaillenvorteil. Wobei, sehen wir das? Ich glaube, der hat noch nicht mal einen Medaillenvorteil. Wirklich gar keine Attribute im Grunde. Mal sehen, wir werden es gleich sehen. Aber ich meine, die Stroke of Midnight hat auf dem ersten Slot wirklich noch keinerlei Stärke, Zusatz, Speed-Zusatz, Verteidigungs-, Magie-Zusatz oder einen Upright Reversed. Ist alles noch nicht klarifiziert. Ich bin mal gespannt, zu was sich der entwickeln wird. Yep, tatsächlich. Kein. Leuchtet noch nicht. Ich bin wirklich gespannt, zu was der sich noch entwickeln wird. Mein Gefühl ist ja Stärke. Ich weiß es allerdings nicht. Bläh, was war denn da? Sollte ich? Nee, sollte ich nicht. Oder sollte ich? Nee, sollte ich nicht. Ich meine, weiße Rosen besiegen. Unbedingt. Hallo, Beast? Naja, er ist hier bei uns. Im Meer ist nur einer Form, weil wir ja auch seine Kraft aus dem Buch der Prophezeiung schöpfen. Du bist in Ordnung. Vielen Dank für deine ganze Hilfe, Drake. Ja, ich bin dir was schuldig. Vielen Dank, Drake. Und auch dir, Belle. Danke. Du hast mir geholfen zu erkennen, dass es immer noch Freundlichkeit in der Welt gibt. Du brauchst mir nicht danken. Ich meine, ich kann doch sehen, überall, wie sehr du dich um die anderen sorgst.
Bill, es gibt da etwas, das ich dir zeigen will. Aber zuerst musst du deine Augen schließen. Es ist eine Überraschung. Kann ich meine Augen jetzt öffnen? Okay. Nein. Es taucht heute schon den ganzen Tag auf, Entschuldigung. Ich kann es nicht glauben. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen in meinem ganzen Leben. Du magst es. Es ist wundervoll. Nun, dann gehört es dir. Oh, danke dir so sehr. Nun, guck sich das meiner an. Aha, ich wusste, es würde funktionieren. Was? Was funktioniert? Es ist durchaus muterregend. Ich habe gar nichts gesehen. Nun komm schon, Chip. Wir müssen noch, du weißt schon, Hausarbeiten erledigen in der Küche. Lex nebenbei auch im Spiel gerade. Oh mein Gott, meine Medaille in Lebensform. Ich schätze mal, damit sind wir in dieser Welt fertig. Es hat gar nicht lange gedauert. Vielleicht wirst du ja langsam stärker. Oh oh. Hey. Ich frage mich, was passiert ist. Vielleicht solltest du ihr finden, ihr folgen und versuchen herauszufinden, was los ist. Hat das Biest sie angespuckt oder was ist los? Ich kenne die Filme nicht, ich weiß wirklich nicht, was los ist. Außer natürlich, dass jetzt wieder etwas der Rose passiert ist und er durchdreht oder so. Die Rose, ihr wisst schon, das, was ihm so wichtig ist. Was bis jetzt einfach nur gezeigt wurde, aber nie erwähnt. Aber ich meine, man weiß es ja. Also selbst dann, warum los? Ich weiß es nicht. Warum sollte jemand was mit der Rose anfangen? Mein Gott, diese Statue da oben. Egal was es war, ich bin der Meinung, dass es ein bisschen sehr schnell eskaliert. Oh nein! Lass ab von meinen Questfortschritten. Also, gut, 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 hier sind wir. Okay. Außerhalb des Schlosses, erstmals. Schön, dass sich alle Herzlosen jetzt direkt vor dem Schloss rumtreiben. Wobei, im Schloss sind wir ja auch nicht losgeworden. Irgendwie bringt das nichts, die zu verscheuchen. Die kommen sowieso. Ich meine, die können sich auch irgendwie teleportieren und so. Korridore der Dunkelheit benutzen und alles.
Sie zu vertreiben war wirklich das Erfolgreichste, was wir jemals gemacht haben hier. Haha. Nicht. Irgendwas will mich die 61 nicht erledigen lassen. 3 Armored Archer. Hm. Kommt drauf an, in welcher Form. Leider die unbeliebteste, die es gibt. Nämlich 3 Kämpfe. Auch noch durch Backtracken. Um das Ganze noch schlimmer zu machen. Außer der eine. Hm. Ach, da unten. Gut, dann haben wir das. 4 Avatar-Coins, meinetwegen, warum nicht? Was? Warum bin ich denn jetzt in die Richtung abgedriftet? Das war überhaupt nicht beabsichtigt. Wer hätte es gedacht? Ich bin echt perplex, dass sich das Schlüsselschwert nicht transformiert hat. Es unterscheidet sich in so vielen Arten und Weisen von den anderen. Besitzt es nur 2 Transformationsformen? Das bedeutet, erst beim zweiten Orichalkum gibt es eine kleine Veränderung? Vielleicht. Okay. Stimmt ganz schön. Wir sollten Bär schnellstmöglich finden. Aber irgendwas sagt mir, dass wir jetzt so langsam ihr auf die Schliche kommen. Es mag vielleicht an dem kleinen Filmstreifen liegen, den wir vor der nächsten Mission haben. Aber auch nur, kann doch nur so ein Gefühl sein. Oh mein Gott, jetzt sind hier auch noch Suchgeister. Die suchen auch noch bei... Oh mein Gott, sie haben sie gefunden. Und wer ist das? Irgendjemanden haben sie verletzt. Hey, alles in Ordnung bei euch? Lass mich hingehen. Spiel, danke. Alles in Ordnung bei euch? Hey. Oh. Danke dir. Nochmal. Das Biest, naja, hat mich gehen lassen, damit ich meinem Vater helfen kann. Aber dann wurden wir von diesen Monstern attackiert. Ach so? Ich wusste nicht mal, dass sie einen hat, einen Lebenden. Man lernt nie aus, wa? Hätte ich nur den Film gesehen. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass da noch mehr kommen würden. Oh nein, ich hoffe, er ist in Ordnung. Ich muss meinen Vater jetzt nach Hause bringen. Also, könntest du bitte nach dem Biest sehen? Als du an mir vorbeigerannt bist, du warst offenbar nicht wütend, sondern in Eile wegen deinem Vater. Warum auch immer du das erfahren hast. Okay. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Mia, du weißt schon, der kämpfen kann? Sie hätte das auch im Rennen sagen können. Komm mit, ich brauche deine Hilfe. Es ist dringend. Und dann währenddessen erzählen können. Naja, meinetwegen. Hat ja geklappt, wie es aussieht. Ich meine, er hat sich ja nur vielleicht ein Bein gebrochen oder so. But that's all on her. Wir stehen die ganze Zeit kurz vor diesem Level, aber es sind irgendwie noch tausende Erfahrungspunkte, die uns fehlen. Ich frage mich, wann es soweit ist. Gib mir dann nämlich 50 Avatar-Coins, wenn es soweit ist. Wir sind hier bei 15 Level vom Maximallevel 300 entfernt.
Was war's? 10 Gegner? Nee. Das sind die perfektesten Gegner, die hier überhaupt sein können. Nirgendwo passen diese Wasserspeier besser hin als hier, aber ich mag die Wasserspeier vom Design. Das ist irgendwie cool aussehende Herzlosen. 14.000, obwohl es nur dieser kleine, unsichtbare Fitzel ist. Meine Güte. Wenn man besenkt, dass wir selbst mit dreifachen Lux nur... ja, um die 600 hier bekommen haben. Oder hier zum Beispiel, ja, auch so um die 600. Dauert also noch ein ganzes bisschen. Was mich gerade ein bisschen annervt, ist, dass wir hier keine Mitspieler mehr auf dem Weg haben. Ich will das Schlüsselschwert weiter treiben. Aus dem Weg, ihr bösen Hunde. Geht zurück zu Hades. Mein Gott, ich bin mir sicher, am Ende dieses Projektes werden die Leute Rowdy's Rumble, also die Musik, die wir hier die ganze Zeit beim Kampf haben, hassen. Entschuldigung. Ich habe hier gerade auf was gestarrt. Ich habe hier einen synchronischen Riss im Handy. Nun, Weiße Rosen 2. Das können wir auf jeden Fall machen. Ach, Biest ist schon nicht so wichtig. Der kann ruhig warten. Wir müssen erstmal zwei Weiße Rosen finden und besiegen. Wetten, die sind wieder durch Backtracking? Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Wenigstens weiß man, dass das Spiel so drauf ist und guckt deswegen das allererstes danach. Meine Güte, es sind sogar alle. Alle beide. Also wie man sieht, das bringt überhaupt nichts, die Herzlosen irgendwie wegzu... Sie sind ja sofort wieder da. Lass mich rein, Biest. Lass mich rein. Ooh. 700 Lux. Na dann, wir sammeln um die 100 anderen die letzte Gegnergruppe und das sollte passen. Oh. Könnte schwieriger werden. Ich weiß nicht, wie viel die geben. Oh, ganze 11. Sehr schön. Also, diese Gegnergruppe meiden. Nur für die Zukunft. Das ist doch schon ein bisschen mehr. Und dann Caution? Warte mal, was? Coole Bohnenspiel, coole Bohnen. Nun, die geben dann 33 insgesamt, meinetwegen. So, aber ich muss. Das sind alle Gegner, die hier im Schloss verfügbar sind. Offenbar brauche ich sie wirklich alle. Oh, natürlich, da war auch wieder so eine dabei. Jetzt weiß ich wieder, wann das war, wo die mich genervt haben. Bei diesen Missionen hier. Ich komme, Biest. Wetten, dem Biest geht's gut. Oh-oh. Der nächste Boss-Raid ist wieder verfügbar. Verdammt. Keine Ziele. Die übernächste könnte aber welche haben. Mal sehen, so wenig Herzlose wie möglich besiegen, damit der Raid-Boss nicht unbedingt gleich sofort spawnt. Entschuldigung, ich bin schon fast weitergelaufen. Ich wollte die Mission komplett ignorieren und zur nächsten. Oder eher übernächsten. Scheinbar. So langsam haben wir es.
Trotzdem beachtlich, wie wenig dieser Streifen ist und dass es immer noch über 5000 sind. Sieht nicht so aus, als kriege ich gleich eine Chance auf einen Mithril-Splitter. Und selbst dann, ich bräuchte ja immer noch zwei für ein weiteres Level-Up. Nebenbei auf die Frage, ob es genug Missionen gibt, um das zu erfüllen. Ja, es gibt noch Spezialmissionen, die ich nicht gemacht habe, die Mithril-Splitter bringen. Es gibt noch Proud-Quest-Missionen. Es gibt noch eine ganze Menge Missionen. Es gibt auch zeitlich begrenzte Missionen, bei denen ich Mithril-Splitter-Herausforderungen nie gesammelt habe. Also ja. Insgesamt, die Stroke of Midnight werde ich auf das Maximallevel für Splitter 25 bringen können. Ab da brauchst du ja diese komischen Edelsteine. Oh, warte mal, was mache ich hier? Die Attributs-Edelsteine. Magiesteine. Geschwindigkeitssteine. Kraftsteine. Diese Sachen. Das Lustigste ist, ich hab circa 7... Geschwindigkeitssteine? Will aber meine Divine Rose aufleveln. Oder meine drei Wünsche. Aber hab keinen einzigen Magiestein. Also komme ich da nicht weiter. Also spare ich mir die Geschwindigkeitssteine erstmal noch auf. Denn die drei Wünsche, mein Speed-Setup, was nur Speed-Steine braucht, naja, da brauche ich zurzeit nichts. Ich habe noch ein anderes, nämlich den schlafenden Löwen, der auch auf Speed ist, aber der wird tatsächlich mit Sonnenstein aufgelevelt und Elektrum-Erbsen. Warte mal, oh. Aber ich kann noch. Und die kriegt man nur durch die Proud Quests. So, das haben wir gemacht. Dann haben wir jetzt offiziell auch diese Herausforderung geschafft. Das Gefühl, dass ich die ganze Zeit aus Versehen am Mikrofonkabel ziehe. Bis, geht's dir gut? Angriffsbus 2. Wer war das denn? Nur Gaston könnte das wissen. Entschuldigung, Meister. Lass mich in Frieden. Aber, Sir, das Schloss wird angegriffen. Was sollen wir nur tun? Es ist jetzt egal. Na los, lass sie einfach rein. Ich fürchte, nun, da Bell weg ist, ist sein Herz endgültig gebrochen. Ich schätze mal, jetzt liegt es an uns. Wir müssen das Schloss verteidigen. Okay. Na. Beast, lass sie reinkommen von wegen. Ja, wir wollen sie als Gäste haben. Entschuldigung, Gasthaus brauchen wir hier nicht. Meine Meinung. Oh. War hier noch was? Attengriffsbus 2, ja. Stimmt. Immer noch selbe Mission. Aber immerhin mal eine andere Melodie. Obwohl ich die Beast Castle Melodie mag. Aber ein Szenenwechsel ist trotzdem ganz gut. Wie Cherry es im letzten Part mal gesagt hat. Bevor wir hier in das Schloss des Beats kamen. Ich habe keine SP mehr. Das habe ich ja gut gemanagt. Und da war der Level Up. Nee, meine nicht aufgebrauchten AP haben sich vollständig wiederhergestellt. Sehr schön. Large Body, also zwei Adowampen. Wir haben das nicht nach oben geht. Also sie waren hier.
Na, dann halt so. Meinetwegen. Wackelt die? Nein. Hinfort mit euch. Nobody needs to adore those Wampen. Wie die Musik immer abrupt aufhört. Ich wünschte, ich würde durchspielen. Aber na gut. Oh. Ich wusste gar nicht, dass wir in der Mission jetzt schon so weit sind. Auf dem Weg. Tja, lustig, ich sehe hier keine Gäste, außer die Herzlosen, die hier schon die ganze Zeit sind. Vielleicht haben wir uns verpasst. Sind die irgendwie das Schloss hochgeklettert oder so von außen? Oder können wir sie jetzt hier abfangen? Schubst das Biest nicht rum. Ich denke nicht, dass es da irgendwas gibt, was du tun kannst, um ihm zu helfen. Sein Herz ist voller Trauer. Es gibt nur eine Person, die ihm jetzt helfen kann. Belle. Oh, da ist sie ja. Nein, Gaston, nicht! Oh, nette Melodie. Ich liebe diese Melodie, jetzt kommt abgöttisch. Oh, und sie lassen sie sogar durchspielen. Der erboste Elch. Sehr schön. Unser Boss hier. Interessant, Gaston hat irgendwelche Motive, aber wir werden sie nicht erfahren, weil unsere Story hier einseitig ist. Wir kriegen nur Beast und Belle mit und ansonsten die nötigsten Infos. Aber okay. Na denn? Spüre die Macht von Belle und Beast. Nebenbei, den hier werde ich ganz besiegen müssen. Er hat das richtige Attribut. Aber ich werde es nicht in einem Zug schaffen, das glaube ich nicht. Wobei, es könnte vielleicht. Oh ja, das klappt. Na los, Kairi. Ich mag das Doppelkinn von diesem Elch. Je größer der Herzlose, desto stärker... Also je größer die Dunkelheit im Herzen, meine ich, desto stärker der Herzlose, den sie kreiert. Komm schon raus und kämpfe! Liebst du sie jetzt, Beast, oder nicht? Denkst du wirklich, sie würde dich wollen, wenn sie mich haben könnte?
Es ist vorbei, Beast. Belle gehört mir. Na, ah, lass mich gehen. Lass mich gehen. Bitte. Tu mir nicht weh. Ich tue alles. Alles. Verschwinde. Beast. Bell. Du bist zurückgekommen. Du bist zurückgekommen. Natürlich komme ich zurück. Ich meine, ich kannte sie doch nicht. Ah, das ist alles meine Schuld. Wenn ich doch nur früher hierher gekommen wäre. Vielleicht ist es ja sogar besser so. Rede doch nicht so. Du wirst schon wieder in Ordnung sein. Wir sind jetzt zusammen. Alles wird wieder in Ordnung sein. Du wirst sehen. Wenigstens bekam ich dich noch einmal zu sehen. Ein letztes Mal. Nein, nein, bitte. Bitte. Nein, verlass mich nicht. Ich liebe dich. Belle, ich bin es. Es ist wirklich, du bist es. Mann, jetzt sieht aus wie Herkules. Ich bin mir sicher, du hast es bereits bemerkt, aber... Sie ist auch ein besonderes Licht. Sie ist auch ein besonderes Licht dieser Welt. Nun ja. Eine neue Welt besucht und gleich abgeschlossen. So wie es sein sollte. Eine neue Art Herzlose ist überall... Naja, du weißt schon, in allen Welten aufgetaucht oder nur hier in Daybreak Town. Ich weiß nicht genau, aber ich denke mal, du weißt, was zu tun ist. Ah, in Dwarf's Woodland. Na gut. Stimmt. Klar, war ich doch am Anfang. Oh boy. Ah, Fehlermission. Nebenbei, ich habe ja schon mal im vorletzten Part ein Experiment angesprochen, was ich erwähnen wollte. Dieses Experiment, wenn ich recht habe, und davon gehe ich bis jetzt hundertprozentig aus, weswegen ich es auch so in Kingdom Hearts komplett einbinden werde, erklärt sogar, warum die Filler-Missionen existieren. Nur als kleines Tidbit so zwischenbei.
Trotzdem glaube ich, dass ich jetzt am Ende Peace Stimme doch wieder ein bisschen besser hinbekommen habe, so wie damals in Kingdom Hearts komplett. Oder für die, die neu gucken, so wie später in Kingdom Hearts komplett. Wenn dem so ist, freue ich mich. Auch wenn meine Darbietungen vor allem von weiblichen Stimmen eher ein bisschen lächerlich klingen. Es ist mir bewusst, aber was soll ich machen? Ach. Also, kein weiteres Ziel außer Angriffsboost 2. Warum ausgerechnet? Na, egal. Ich meine, ich hätte ja sogar noch eine Medaille, die das machen könnte. Aber da müsste ich jetzt Bell und Beast austauschen. Und nach der Geschichte gerade will ich das irgendwie nicht. Und dann wiederum ist es sowieso nur 4 Avatar-Coins. Und dafür mein Schlüsselschwert jetzt die ganze Zeit ummodeln. Offscreen, wenn ich nicht aufnehme, gerne, okay. So zwischendurch. Verdammt. Aber nicht die ganze Zeit. Verdammt, durch die Cutscene vergeht die Zeit viel schneller und deswegen haben... Also bei den wenigen Missionen vergeht die Zeit dann viel schneller und deswegen haben wir viel öfter... ihr wisst schon, ihr merkt schon. Die hatte ich. Hier sind wir. Genau, ich habe ja gerade vom Angriffsboost 2 geredet. Exakt, okay. Perfekt. Ich merke mir nicht immer gleich, welche Mission wir haben, wenn sowas passiert. Zum Glück sind wir bald in den letzten 100. Und können es uns recht leicht merken. Ja, Leute, wir nähern uns dem Punkt, ab dem die Updates versiegen. So wie ich spiele, spielen sich die Missionen dann doch recht schnell. Aber ich glaube, das ist okay. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe noch keinen Part veröffentlicht, wo ich damit angefangen habe. Wir haben jetzt eigentlich immer noch Ostermontag. 17.04. Also für euch ist Part 11 noch nicht veröffentlicht. Weil ich lieber erstmal aufnehme, anstatt hochzuladen. Eine kleine Pause. Dafür werde ich das dann nachher frequenter halten, je nachdem, wie viel Editieraufwand da ankommt. Kann es vielleicht mal einen Tag nichts geben, aber es soll eigentlich klappen. Das ist der Plan. Sollte für euch geklappt haben, eher. Na, in jedem Fall. Wir nähern uns den letzten Missionen. Und dann auch den vorerst letzten Parten von Kingdom Hearts Komplett, die ich, Treasure Chest. Die ich veröffentlichen kann und so weiter. Oh, hallo. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Meine Freunde, die Zwerge sind am Arbeiten. Und... Naja. Was? Ich ruhe mich hier aus, um einen Zauber vorzubereiten? Das ist ein Sprichwort, oder? So um den Dreh. Die Kutsche des Prinzen ist unterwegs. Und es gibt im Schloss heute eine Teeparty. Oh, du bist zurückgekommen. Also, das ist ein ganz schönes Glück für uns. Ha? Diese Bienen sind überall aufgetaucht. Aus dem Nichts. Herzlose. Würdest du sie bitte für uns erledigen? Okay, ich, sei vorsichtig. Sie stechen. Ich meine, ich würde ja gerne seine ganzen Wortaneurysmen vorlesen, aber... Sie lassen sich erstens nur wörtlich übersetzen. Obwohl das deutsche Wort sich dann nicht mal mehr reimt. Weswegen es weniger nachzuvollziehen ist, warum das so ist. Und zweitens muss ich dann so viel überlegen und das würde den ganzen Textfluss stören. Ich meine, ihr habt den Anfang des Projektes ja bestimmt gesehen, wo ich das versucht habe. Und lieber so. Es ist ansonsten eher unansehnlich. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Hinweg. Die Treasure Chest. Nee, das mache ich auch irgendwann später. Die werden teilweise bestimmt von Herzlosen beschützt. Du hast überlebt. Oh. Leute. Die Gegner können tatsächlich meine unverstärkte Nova überleben, wie es aussieht.
Wir kommen an diesen Punkt. Meine Nova ist weit stärker als da, wo ich das erste Mal gemacht habe. Ich meine, ich war dabei irgendwas mit 160. Oh, du hast meine Banken erdanken. Ich danke dir. Seht ihr, so würde es dann sein. Also, viel Glück für dich und, ich mache mich am liebsten jetzt an die Arbeit. Am besten. Ah, es gibt bestimmt noch eine Menge mehr Herzlosen in der Mine. Warum gehst du nicht rein und siehst nach? I guess the pleasure would be mine, if you catch my drift. Entschuldigung, meine Witze sind einfach nicht gut heute. Mir fällt das jetzt auf, verdammt. Ich habe heute die Aufnahmesession ja dort angefangen, wo die Teeparty im Wunderland war. Und jetzt gibt es eine Teeparty im Schloss. Oh mein Gott, ich hoffe, die beiden sind nicht eingeladen. Sonst werden Schneewittchen und der Prinz ein böses Donnerwetter erleben. Es sei denn, sie haben heute Geburtstag, dann sind sie vielleicht sicher. Graziele Biene? Nimble, was war Nimble nochmal? Das war doch eher sowas wie elegant, ne? Nein, elegant. Geschickt ist auch eher skilled. Ich weiß nicht mehr, was Nimble war. Ah, ich kenne das Wort. Verdammt. Ich bin gerade im Überlegen ohne Ende. Schon die ganze Zeit eigentlich. Jetzt will mir einfach nicht in den Kopf, dass ich nicht mehr weiß. Naja, logischerweise. Logischerweise Bescheid. Drei Spezialattacken. Oh, Entschuldigung. Das war unbeabsichtigt. Das kann ich mal erfüllen. Vielleicht. Auf jeden Fall. So. Ich wollte es eigentlich komplett bei der Gegnergruppe machen mit der ganzen Ferkelmethode, aber dann machen wir eben Beast und Nova. Einfach mal einen fucking... Entschuldigung. Einfach mal einen verdammten 20.000er nur durch diese drei Angriffsstärke. Gut gemacht, Kneiner. Du hast die geschäftigen Bienen bestimmt beschnellt besiegt. Keine Ahnung, das sollte schon wieder ein Witz sein. Naja, dann zur nächsten Welt. Cherifee, du solltest damit aufhören. Sonst schlägt es ja bald wirklich Mitternacht. Eispflanzen drei Stück. Oh nee. Oh, es ist schrecklich. Wirklich fürchterlich. Unerträglich. Bienen überall in den Rosen der Königin. Ach, ja, wir werden bestimmt unsere Köpfe verlieren, wenn sie das auf herausfindet. Unsere Köpfe. Ja, hast du hübsche Köpfe? Das hübsche Köpfe wird verlieren. Ne? Kennst du? Oh. Ja, Eispflanzen drei Stück. Na dann. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob man Eis wirklich pflanzen kann. Aber meinetwegen nehmen wir es dem Spiel mal so ab. Ach, und sie greifen alle zuerst an. Wie nervig. Leute.
ganz wichtig, dass ich das mit Kairi mache, wegen dieser Bomben. Bei der ersten Gruppe war auch keine Bombe, oder? Ah, Prozessor. Ich habe den wahrscheinlich für eine Bombe gehalten oder so. Egal. Haben wir es halt mal mitgenommen. Was meint ihr? Ich versuche noch zur Mission 500 zu kommen, um das abzurunden. Aber ich glaube, wir sind schneller. Was das für dieses Projekt insgesamt bedeutet, ist, dass wir wahrscheinlich in ein oder zwei Parts Mission 600 erreichen könnten. Das ist heftig. Aber so ist das dann halt, ne? Ich meine, das ist Folge 18 und Folge 20. Ist doch ganz okay. Es gibt schon andere Spiele, die in 20 Parts erledigt wurden. Und dieses Spiel ist hier noch nicht vorbei. Oh, es wäre so schön, wenn es vorbei wäre. Erstens könnte ich besser planen, zweitens könnte ich mein Experiment dann starten und drittens, naja, wüsste ich, dass keine Updates mir meine Chronologie ruinieren könnten. Das wäre auch was, das zu wissen, ganz ehrlich. Wenn man es so nimmt, hätte ich Kingdom Hearts Unchained Key oder Union Cross eigentlich nie anfangen dürfen aufzunehmen. Aber es wurde Zeit. Es wurde einfach Zeit. Ich hätte schon vor einem Jahr starten sollen, meiner eigenen persönlichen Meinung nach. 3 Spezialattacken. Nimble könnte auch sowas wie flink sein und schnell, deswegen diese ganzen schnellen Wortspitze von Cherokee. So, jetzt noch einmal und dann haben wir das. Weißt du was? Wegen der SP gebe ich euch noch eine 4. oben drauf. Warum übertreiben die eigentlich so? Mir fällt gerade auf die ganze Sache mit den Lebensbalken, die ich euch gerade erzählt habe. 75 Missionen und plötzlich 95 Lebensbalken. Wo wir bis jetzt irgendwie so maximal 20 hatten. Dieser Anstieg plötzlich. Alles wegen Union Cross, glaube ich. Union Cross kann für die Japaner so um die Mission 650 oder 670? Nein, 660, 600. Ja, so 650 rum. Für uns natürlich früher ab 570 bis 600. Weil das Union Cross Update für uns war. Weil wir hinterher hingen, ist das ein bisschen früher. Wir haben es logischerweise ein bisschen einfacher bis dahin, aber ich schätze mal, ab da haben sie die Missionen und Missionsanforderungen den Union Cross Sachen herangepasst. Was ja die Trades sind. Die Möglichkeit, einen Spezialangriff einer Medaille bis zu 2, 3 oder 4 Mal einsetzen zu können, als Beispiel. Ja, es gibt ja spezielle Tier 1, 2, 3, 4, 5 Medaillen und bis zu Tier 3, ich erzähle jetzt einfach mal gerade erstmal weiter, bis zu Tier 3 hat man ja die Möglichkeit, einen Trade zu haben und dieser Trade kann eben das Double Cast sein, dass man eine zweite Spezialattacke kriegt. Wenn man das hat, schließt sich das nicht aus, dass man das auch für den zweiten Trade bekommt, den Tier 4 und 5 Medaillen haben. Und in Japan gibt es jetzt spezielle Medaillen, die rausgekommen sind, sogenannte Zumzums, sind wohl irgendwie so aufeinander gesteckte Plüschtiere. Und die haben allesamt 3 Trades. Also 3 Trade-Slots. Es ist also möglich, deren Effekt bis zu 4 Mal einzusetzen, wenn man die nötigen SP dafür hat. Und der Effekt von einer dieser Medaillen ist, die gegnerische Verteidigung um 2 zu senken. Mit anderen Worten, da kannst du bis zu 8, also 7 mit einem Medaillenslot, und du hast ja bis zu 6 Stück mit Freundesmedaillen, kannst du die Verteidigung von Gegnern also um die 8 Mal senken von den 7 möglichen Malen. Also automatisch das Maximum. Das ist krass. Das ist verdammt krass. Und natürlich,
warum ich das jetzt erzähle. Deswegen haben sie wahrscheinlich dann plötzlich so einen riesigen Anstieg bei den gegnerischen Lebensbalken gemacht, weil sowas plötzlich möglich ist. Sieht so aus, als hättest du alle erledigt. Also, so was sagst du? Zurück nach Daybreak Town? Meinetwegen. Daybreak Town gleich Hauptmission, in meisten Fällen, also gerne. Ah, der Anbruch eines neuen Tages und einer neuen, vielleicht Hauptmission. Aber erstmal Wibbelwobbles. Findet Cherith in Daybreak Town. Filler. Da hätte auch als Text stehen können, Filler. Ihr wart eben zusammen, also müsst ihr ihn eigentlich nicht suchen. Aber okay. Ich bin gerade ruhig, weil... Kleinen Moment. Ich glaube, ich nehme den Bell und Beast Angriff einfach nur ein Geräusch wahr, das ich gerade für einen Schrei gedeutet habe. Ich weiß es nicht. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Man ist ja immer ein bisschen vorsichtig wegen Nachbarn und so, ne? Vor allem zum Sonntag. Oder Montag in diesem Fall. Deswegen bin ich gerade mal ein klein wenig hellhörig. Nicht wundern. Bäh. Ich bin jetzt aus Versehen ins Haus gegangen. Also was war das noch? 15 Gegner? Nee. Heute nicht. Cherithy, bist du hier? Bist du dort? Bist du irgendwo? Oh nein, stimmt. Bomben. Natürlich, Fix Damage. Ich glaube, ich habe mir das eingebildet. Ich hoffe, ich habe mir das eingebildet. Also Entschuldigung für diese kleine Wortkargheit gerade. Es gibt ja diesen komischen Sound. Ich kann es euch vorführen. Achtet jetzt auf den Sound von Bell und Beast, und zwar den letzten Sound, den ihr hören werdet. Da, dieser letzte Sound, der lauter ist als die anderen. Ich glaube, den habe ich als Schrei gehört. Es ist jedenfalls möglich, oder? Ich glaube, das kann man mir nicht verdenken. Ah, jetzt bin ich so paranoid. Entschuldigung. Ja, los, Nova, Nova, Nova. Gegner? Nein, sorry. No can do. Nebenbei, wir machen auf jeden Fall bis Mission 500. Ich bin jetzt durch diverse Sachen natürlich ein bisschen langsam an der Mission gewesen, aber wir machen auf jeden Fall bis zu 500 durch jetzt. Unten, hm? Sieht ja fast so aus, als würden wir uns wieder zum Turm begegnen. Hat Bell und Beast und Kairi ausgehalten. Langsam mache ich mir Sorgen um meinen Schaden. Nein, nicht im geringsten. Es könnte irgendwann soweit sein, aber nicht so nah. Noch nicht.
Du hast in letzter Zeit einen fantastischen Job gemacht. Also habe ich ein Geschenk für dich. Dann da da da. Das Amulett des Lichts. Hä? Was? Ha, und was bewirkt es? Yay! I'm sparkling. Ich freue mich, dass du dich freust. Aber, na, Mensch, beruhig dich. Warum tust du es nicht irgendwo hin, wo du es aufbewahren kannst? Mit diesem Amulett kannst du dich sogar gegen die Dunkelheit schützen. Und du wirst es brauchen für spezielle Missionen, die wir von den Weissagern bekommen haben. Ha? Du wirst dieselbe Sache machen, die du, naja, die ganze Zeit gemacht hast. Du weißt schon, Monster erledigen, nur in einem anderen, dunkleren Ort. Deine Mission ist es, die Herzlosen zu besiegen, und zwar im Korridor der Dunkelheit. Ha? Aber sei vorsichtig. Das Amulett kann dich nur für eine ganz kleine Weile beschützen. Ha. Ich wusste, ich könnte mich auf dich verlassen, Kleiner. Na los, nun los. Geh und krieg sie. Ich feuere dich an. Das scheint sehr komisch. Wir verlieren Cherry 4 und plötzlich... Hört euch die Musik an. Gehen wir ins Reich der Dunkelheit. Metal Hammer? Tut mir leid, aber das Reich der Dunkelheit existiert. Wobei, vielleicht habe ich da was falsch verstanden bei dir, aber ich glaube, du meintest, dass das Reich der Dunkelheit erst nach den Key-Events entsteht. Dem ist nicht so. Wobei, vielleicht ist es auch nicht das Reich der Dunkelheit. Jerry hat es Korridor genannt. Aber es sieht doch schon krass aus. Nur manchmal denke ich, dass ich Sterne in den im Hintergrund sehe. Aber es sieht schon nach einem Reich der Dunkelheit aus. Mit derselben Melodie, die ich so sehr mag. Hier zum Beispiel, seht ihr da Sterne oben und unten? Ein Sternenhimmel. Es ist fast so, als wäre das wie ein dunkler Korridor, der in Nachthimmel existiert. Könnte sich natürlich auch wieder um eine Welt aus dem Buch der Prophezeiung handeln. Okay, das muss ich dir geben. Daran habe ich bis jetzt noch nicht gedacht. Vielleicht. Zukünftige Welten sind ja immerhin nicht nur die wirklichen Welten, sondern auch Reiche der Dunkelheit. Also das Reich der Dunkelheit. Wir müssen besonders starke Herzlose besiegen. Aber warum? Das ist eine Frage. Eine sehr gute sogar. Und stammt diese Mission wirklich von den Weissagern? Wir wissen ja, dass es zwei Cherifees gibt. Und plötzlich verschwindet der eine spurlos und wir kriegen ein neues Amulett. Und ihr wisst, das andere haben wir von dem anderen erhalten. Es ist interessant. Sind wir uns wirklich sicher, dass das unser Freund ist oder der andere? Der andere hatte allerdings eine leicht andere Farbe, aber die Frage ist, kann er seine Erscheinung verändern? Das wissen wir nicht. Er sieht aus wie unserer. Vielleicht ist es unserer. Warte mal, was? Ohne Treasure Chests zu öffnen. Also öffnen. Ja, gerne. Für eine Mittelsplitter mache ich das sehr gerne. Also, sämtliche. Ah, ich hätte gerade fast aus Gewohnheit. Na dann, das war ein einfacher Splitter. Fast. Ich hätte gerade fast versaut. Oh Mann. Die Sache. Man will sie halt immer öffnen, ne? Vor allem so nebenbei, wenn die schon mal dastehen. Angriffsboost 2? Nee.
Guckt euch das an. Die Dunkelheit und das Wunderland. Das ist eindeutig das Wunderland. Könnte es sein, dass wir in dieser Zukunft sind? Dass wir die Welt der Dunkelheit tatsächlich durch das Buch der Prophezeiung betreten und deswegen in einer speziellen Zukunft, in einem speziellen Kingdom Hearts Teil sind? Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr Kingdom Hearts komplett kennt, ihr wisst, was ich meine. Nicht der Nullte, nicht der Erste, sondern dazwischen. Ein Zeitpunkt, wo das Reich der Dunkelheit sich ausgedehnt hat. Oder eher, Sachen verschlungen hat. Mehr Hinweise gebe ich nicht, das wird zu spoilery. Sorry, Leute. Es könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Das muss ich auch noch dazu sagen, Leute. Tatsache ist, wir befinden uns in einer dunklen Version dieser Welten. Und diese Welten betreten wir durch das Buch der Prophezeiung. Also ist es wahrscheinlich das Reich der Dunkelheit aus der Zukunft. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, dieser Gedanke kam mir gerade eben erst zum ersten Mal. Aber es kann sein. Tirifi, welcher auch immer, hat uns ja die Passage geöffnet. Agrabah. Aber alles erledigt. Zwei Lebensbalken. Sie überleben meine Nova. Meine extrem starke Nova. Nehmen wir, ich habe gar nicht geguckt, welche Mission wir jetzt haben. Ah, okay. 4 Missionen also noch. Das könnte auch den Nachthimmel erklären, den wir hier haben. Wir befinden uns im Schatten der Welten. Dazwischen. Nur der Zeitpunkt ist nicht definiert. Nur warum sind wir hier? Wenn es der dunkle Cherifee ist, dann ist er, dann weiß ich ganz genau, was, warum wir hier sind. Aber wenn es der andere ist, ist das eine interessante Frage. Wie gesagt, ich habe Story-Cutscenes grundsätzlich geskippt, deswegen kenne ich den Grund nicht. Und ich wüsste auch nicht, dass es im originalen Kingdom Hearts Key vorkam nebenbei. Es könnte sich um Filler handeln, der, wie gesagt, ja erklärt wird, wenn meine Theorie, mein Experiment glückt. Weißt du was? Ich ignoriere Truhen, weil sie irgendwie alle Mimiken sind. Gut, ich wollte schon sagen, das kann ich doch so schaffen, oder? Jetzt sind wir in Dwarf's Woodlands. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt dieses Mal zwar die Dunkelheitsmelodie spielt, aber wir keine Wolken und Schatten haben. Die Welt sieht klarer aus als die anderen. Was vielleicht ein weiterer Hinweis ist. Oh, ich hatte es sogar mal geschafft, die 700 Lux zu collecten. Was für ein Gummihammer, aber ein waschechter. Hm.
Ich bin am Rätseln hin und her, aber ich glaube, ich werde keine genauere Antwort bekommen. Tja, Bosszeit, Leute. Die Bosheit der Bosszeit. In der Dunkelheit. Seid ihr bereit? Geschwindigkeit. Also genau das, wogegen ich stark bin letzten Endes mit Xemnas. Na dann? Aber guckt es euch an. 36 plus 4 plus 1 macht 41 Lebensbalken. Es wird mehr. Es wird immer mehr und mehr. Mission 500 ist nämlich auch berüchtigt. Aus Gründen. Das werde ich definitiv nicht in einem Zug schaffen. Okay. Vor allen Dingen nicht, dass das alles war. Er wird mich vielleicht nicht töten mit diesem Schlag, aber achtet auf seine Lebensbalken. Warte mal, nein. Okay. Ich glaube, das macht er bloß, wenn er irgendwie unter 14 ist. Dass er dann seine Lebensbalken auf 15 auffrischt oder so. Ich meinte, das hat er gemacht, dass er sich ein bisschen heilt. Sogar noch. Das Problem ist, in dieser Runde habe ich keine Nova, mit anderen Worten. Mir geht ein bisschen Schaden flöten. Na los. Und das könnte knapp werden. Wow. Wirklich nur ein Fitzel. Da, seht ihr? Okay. Die Voraussetzungen zwei Zügen habe ich ja schon mal geschafft. Ihr merkt, das ist nicht mein stärkstes Setup. Oder Schlüsselschwert. Aber darum geht's auch nicht. Vor allem, wenn ich die Missionsherausforderung schon mal gemacht habe. Ich kann nicht versichern, für alle Bosse habe ich die gemacht. Wir kümmern uns einfach nur darum, dass wir mit diesem Schlüsselschwert durchkommen. Das ist alles. Und nun noch ein letztes Mal Xemnas. Und jetzt war Overkill, weil er um die 15 Balken killt. Oder sogar noch mehr? Ich glaube, es war mehr. Cool, am Ende des Partys noch einen Boss gehabt. Und mal kein Raid-Boss Schattenborn, sondern ein normaler Gegner Schattenborn-Boss. Komisch. Das war gute Arbeit da drin, Kleiner. Na los. Lass uns jetzt, du weißt schon, ausruhen. Tag beenden und so. Das ist genug für heute. Aber du weißt ja nie, wann wir eine andere Mission dieser Art bekommen werden. Also, sei bereit, jederzeit. Ich verstehe. Sie haben große Fortschritte gemacht. Entschuldigt mich. Denkt ihr nicht, dass es vielleicht ein bisschen zu früh für ihn war, diese Mission anzunehmen? Ich hatte keine andere Wahl. Ich muss ihr Training verschnellern. Sie müssen ihre Dunkelheitsresistenz schnell verstärken. So schnell wie möglich. Warum? Die Dunkelheit. Sie kommt immer näher. Wir müssen so viele Krieger wie nur irgend möglich auf unsere Seite, die lichtende Seite, kriegen. Okay. I think I'm done. Done with what? The Alliance. I think it's time to call it quits. For what reason? To put it simply, I entered this alliance thinking we were preparing to fight some impending darkness, but it hasn't come. In fact, there haven't been any suspicious incidents recently, and you haven't rallied anyone else to your cause. Yeah, but... This alliance is meaningless. Even Envy agrees. Oh. Envy? Uh-oh.
You weren't supposed to find out. Is Envy the one who told you to break our alliance? Maybe. But I'm the one who decided to do it. And I've already told you why. But we don't even know who the traitor is yet! And that's exactly why. I just can't trust anyone but myself. Don't you realize you won't stand a chance against the darkness on your own? Sorry, my mind's made up. Envy, you will regret this. Da haben wir es. Nicht der Dunkle, es kam wirklich von den Weissagern. Keine Lüge. Dennoch, nicht unbedingt weniger beunruhigend. Das bedeutet nämlich, wir werden jetzt inzwischen schon Krieger genannt. Dass da irgendwas sehr am Eskalieren ist, Leute. Und zwar schnell. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob ich eine der Backcover-Cutscenes eingebaut habe, aber es wird bald der Fall sein. Im nächsten Part. Also dann, bis dann. Danke fürs Zusehen, kommentieren nicht vergessen, Dragline ist over and out. Die Story, allmählich, spitzt sich zu. Tschüss!